Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot bei einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Romancing Saga Revenge of the Seven 2. Tja, mit meiner Wenigkeit Klongotrache und der gute Michael ist auch dabei. Hallo. Tja, gefunden auf Steam, könnt ihr euch auch selber runterladen. Habe ich gesehen von Square Enix, ein Rollenspiel. Und ja, ein bisschen heller als normal machen wir. Und ab geht's. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, schön, ja, ja. Und? Ah. Legend has it that long ago. Dann schauen wir mal. A group of seven heroes rose up and saved the world from hordes of merciless fiends. Their names were thus. Die Seven Deadly Sins? Na, ja, Sephiroth. Ja, ist echt so gerade die Szene, ne? Bisschen abgekupfert, glaube ich. Subie, Dantarg, Noel, Bacon, Rock Bouquet, Wagnus. It was said they would return. Should the world fall under threat once more? Ja. Die sieben Heiligen. Each time that conflict and turmoil descended upon the land, people were reminded of that legend. However, as discord gave way to peace, the legend would slip from people's minds into oblivion. Tadayuki! Wie bitte? Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Naja, gut, Square Enix, ne? Ja. Wenn es um Rollenspiele geht, sind wir bei Square Enix auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ja, im Menü war die Musik wieder unfassbar laut. Und hier könnte es sogar ein bisschen lauter jetzt wieder sein. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen. Thus, history was doomed to repeat. After years of stability, the veil of peace lifted, revealing another age of division and strife. It's only a matter of time before fiends attack this town. We need the legendary seven heroes to save us, now more than ever. Wie die aussehen. Oh nein! To hell with you fiends! I refuse to cower before you. What? Oh ja, Attack on Titan. Once again, the names of the seven heroes rang throughout the land. Those harbingers of justice had returned. And yet,
klassische Rollenspiel anfangen. Romancing Saga 2. Revenge of the Seven. Ja. Da schauen wir mal, was das Spiel für uns bereithält. Hä? Wie jetzt? Ja. Hä? Du hast nicht gestartet jetzt, oder wie? No. Mit F bestätigen. Oder linke Maustaste. Ja. Mit C gehst du zurück. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier... Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ah, mit F. Oh Gott. Okay, normal. Meine Güte, Leute. Was ist hier los? Wählt euren Charakter. Wen haben wir denn hier? Einen Kerl oder eine Dame mit blondem Haar? Nein. F. Wer mich kennt... Ich wähle natürlich die Dame. So, dann geben wir mal noch einen Namen ein. So. Jawohl. Our future is bright. Auf jeden Fall. Dann starten wir mal rein, oder Michel? Ja, mal gucken, was das kann. Mit Tastatur ist jetzt nicht mein Fall, aber hey, was soll's. Hey, Mr. Minstrel, will you please tell me one of your stories? Ein Border in der Kneipe. Lass mich raten, die Heldengeschichte. I shall tell you a tale of a war fought many, many years ago. A tale of Avalon and the Varenne Empire. And the succession of emperors that led it into prosperity. Spirits, lend me your voices, that this tale might inspire all to greater heights. Uh-huh. The stage is set during the time of good Emperor Leon. In those days of Eld, Avalon was a nation of little note. Conflict had spread throughout the land, like fire through dense brush. Leon knew that quenching its flames was key to unifying the people under one banner. Under his roof, he cared for two sons. The courageous Victor and the kind-hearted Gerard. One fine spring day, Emperor Leon took Gerard out on a foray to cull the fiends lurking in a cave. Okay. This cave has caused our people to suffer for far too long. We must eradicate the foul creatures within and seal it off. Understood, Father. We are to reconvene with the Vanguard unit. On the way, I shall teach you the basics of combat. Ja, ja richtig so. However, this is no training exercise. You must be prepared both mentally and physically. Ich bin bereit, Michel. Bist du bereit? Ja. Ja. Du brauchst die richtige Einstellung. Ja. So, ich probiere jetzt trotzdem mal, ob ich es vielleicht mit Controller spielen kann. Das wäre toll. Aber kann man nicht. Okay. Dann hilft alles nichts. Dann müssen wir so durch. Ja, zur Not kann ich übernehmen. Ja. So ein bisschen geht das schon. Ein Item. Kupfererz.
Geht schon gut los. Ich frage mich, ob ich die Richtung... Ah, okay. So, Kämpfe werden im rundenbasierenden Format entlang einer übergeordneten Zeillinie abgehalten. Die Aktionsreihenfolge sowie kommende Aktionen werden am oberen linken Bildschirmrand angezeigt. Okay. So, was haben wir denn hier so? Verteidigen. Zauber. Und Gegenstände. Okay. Kurzschwertangriff. Ziele zu blenden. Zum Glück haben wir unseren Vater dabei, Michelle. Ja. Sonst wäre es aber bitter. Well done, everyone. Technikpunkte. Ich mach mal ein kleines bisschen auf die Kopfhörer leiser stellen hier. Charaktere erhalten Technikpunkte TKP, wenn sie siegreich aus Kämpfen hervorgehen. Sobald eine gewisse Anzahl an TKP erreicht sind, steigt die Stufe der Waffe Zauberschule des Charakters. Einheiten erhalten nur für diejenigen Waffen und Zauber-TKP, die sie im Kampf benutzen. Okay. Also man muss auch die Zauber benutzen und die Waffen benutzen, die man halt leveln will. Ja. Okay. Alter. Ach, das... Ah. Kann das sein, dass das auf dem Handy war, das Spiel? Weil links und rechts dieser Kreis. Ja. Naja. Gegner haben unterschiedliche Schwächen. Angriffe mit Waffen oder Zaubertypen gegen die Gegner schwach sind, verursachen mehr Schaden und lassen die Rage-Anzeige unten rechts. Laden die Rage-Anzeige unten rechts auf. Setze verschiedene Waffen ein, um rauszufinden, gegen was besonders effektiv sind. Na ja, gut, verständlich. Da sehen wir auch unten drunter die Schwächen mit den Fragezeichen. Der kann ja nichts. Genau, der kann ja eh nichts außer das. Wir können natürlich erstmal wieder Lichtkugeln machen. Das war eigentlich klar. Wir sind im Dungeon und es sind Leichen. Dass da Licht wahrscheinlich die beste Variante ist, ne? Trotzdem probieren wir auch mal den Doppelschnitt. Ah, ist auch schwach. Doppelschnitt sogar noch schwächer. Noch stärker gegen die, meinst du? Ja, noch besser, ja. Okay, TP werden automatisch geheilt. Aber KP nicht. Kannst du nicht mit der... Ah! Musik? Ah! Okay, das ist schon interessant, okay. Nein! Nein, jetzt hör auf! Formation kaiserlicher Einfluss. Höchst interessant. Muss man ja mal sagen.
Okay, hier können wir die Story lesen im Endeffekt, ne? Quests ja. Und, ja. Was halt so gibt, Inventar. Das ist auch soweit ganz klar. Hochwertiger Balsam. Okay. Your Grace. Perhaps you should rest. It could not have been easy to get here. No. We have not a moment to waste. But Your Majesty, there are many dangerous foes lurking within these walls. No need for concern. Gerard must learn to fend for himself eventually. I am more than aware of the perils we face. Are you ready, Gerard? We will engage the enemy with the Imperial Cross formation. I shall take up position in the center, while Bear will protect us from the front. James and Therese shall occupy the flanks. Finally, you shall remain in the back. The safest position for someone as green as you. Focus on offense. Let's move out! Hast du gehört, Michael? Ausmoven, los! Besiegt alle Unholde. Okay, da oben ist eine Schatztruhe. Aber da komme ich so nie ran. Nee, wahrscheinlich später dann. So, da bin ich runtergekommen. Okay. Ja. Ran geht's, Michel. Solange es sich 5 Einheiten in Gefolge befinden, können sie eine Kampfformation bilden, die oft spezielle Eigenschaften hat. Okay. In der Formation Kaiserkreuz wird die vorderste Einheit am wahrscheinlichsten anvisiert. Sehr interessant. Was ist die Formation jetzt? Na, die Formation ist automatisch sozusagen. So, die Dame ist fürs Heilen da. Wie kann ich denn verschiedene Gegner auswählen? Eigentlich müsstest du umschalten können. Mit einer Maus oder. Ah, so, alles klar. Okay. Was? Auch WASD. Ah. So, sobald Raw Rage voll aufgeladen ist, kann ein mächtiger Kombo-Angriff namens Vereinter Angriff ausgelöst werden. Vereinte Angriffe können jederzeit in der Runde eines beliebigen Mitglieds des Gefolges ausgeführt werden. Kombinationen für vereinte Angriffe können im entsprechenden Reise des Kampfmenüs ausgewählt werden. Sehr umfangreich, ey. Licht googeln. It's my turn. Okay. Allow me to prove my might. Okay. Sehr gut. We fought well today. Kein Problem, Michel. Noch. Zur Zeit geht's ja. Ah, wir sind ja auch im Tutorial, ne? Krafttrank. Die Musik hat ein bisschen was Final Fantasy VII ähnliches, ne? So ein bisschen.
so ein bisschen mit diesem Industrialisierung, also so dieses Hammerschlagen und so. Es klingt so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Hat so diesen Style. Ja, einige Sequenzen haben mich auch an Final Fantasy erinnert. Ja, gut. Es ist ja immerhin auch Square Enix, ne? So, gucken wir mal, ob der mit Speer anfällig ist. Ne, Speer ist er nicht anfällig. Der muss auf jeden Fall jetzt geheilt werden, der James. Das könnte die übernehmen. Lebenswasser. So, der hat keine KP mehr. Und drauf. Sehr gut. Läuft. Ha! Den hole ich mir. So. Wie bitte, Michel? Sag, wenn wir da raus bist aus dem Kampf, hinter dir hat was geleuchtet. Okay, holen wir uns. Ja, da kann leider keine Lichtkugeln machen, aber verhalten Angriff. Oh, meine Güte. Entschuldigung, Leute. Lichthieb. So. Schwäche hier. Da können wir den vielleicht wegnehmen. Naja, gut, hält mehr aus. Wir sind halt jetzt nicht berauschend, aber was hilft's? Speerangriff. Könnten wir bei ihm die Schwäche ausnutzen? Bogen könnten wir bei ihm auch ausnutzen. Da ist der schon mal weg. So. Und der dürfte jetzt auch nicht mehr lang da sein. Der Kollege in der silbernen Rüstung ist hier unser Topmann. Ah ja. Eine Bestienklaue. Da kannst du ja was Neues lernen, der ist gerade die Stufe aufgestiegen. Ein Chris. Chris ist aber normalerweise eine magische Waffe und keine Halskette. Na ja, gut, sein magischer Angriff ist gestiegen. Ah, okay. Ich dachte, er hat noch irgendwie einen Talent oder so. Aber ich kann auch hier nichts wählen. Ja, genau, da kannst du. Da hab ich, oder? Aber was heißt nee, versiegeln? Nee. Nee, das auf keinen Fall. Nee. Dann ist der einfach nur gestiegen. Okay. Dann kannst du mir die Halskette ausrüsten, ne? Genau. nehmen wir mal unseren Hauptkollegen hier, ha? Könnte bei Accessoire sein. Ah, oh, hast du noch einen Silberring? Magische Verteidigung. Naja. Warum nicht? Er kann noch. Silberring. Nee, der Silberring, der ist ja hier angelegt gewesen. Also der Silberring. Oh, der ist vom König angelegt, hier. Okay. Ja, das hatte ich jetzt nicht gesehen.
Okay. Jetzt haben wir alle besiegt. Ach, guck an. Überraschungsangriffe durch Gegner führen dazu, dass der Kampf mit aufgelöster Formation beginnt. Ist die Kampfformation des Gefolges aufgelöst, ist die Flucht aus einem Kampf für eine bestimmte Anzahl Runden nicht möglich. Auch interessant. Michel, jetzt heißt Zähne zusammenbeißen. Genau, erstmal die Ads wegmachen. So. Stirb! So. Ja, ich würde halt von der rechten. Dann kann sich ganz auf den Metal konzentrieren. Nein! Okay. Ganz schön Schaden. So, nein. So. Das war's. Excellent. That appears to be the last of them. It shall take two full turns of the clock for the mages to weave their spell and seal the cavern. Once that is complete, those fiends will never bother us again. Now, let us away. The people anticipate your return. Mm-hmm. Ja, wir sind wieder da. Wir haben es geschafft. Ja. Werft eure Rosen, der Applaus ist gerechtfertigt. His Imperial Majesty has returned! Look around you. The people yearn for a strong country and a brave emperor to lead them. As such, they expect great things of Victor, and one day you. So it would seem, Father. I shan't betray their trust. I vow to protect the people of Varenne with my very life. I am pleased you have returned safely. Gerard, I trust you are unhurt? That I am, brother. Though it has taken longer than expected, I am no longer a hindrance in battle. Gerard is much better suited to focusing on his studies than setting foot on the battlefield. Perhaps you should refrain from taking him with you on your campaigns? As the eldest, I feel the battles are best left to me. I understand your position, but fear that the return of the Seven Heroes gives us little leeway in the matter. The Hounds of War howl louder with each passing day, and as long as they do, chaos shall plague our lands.
With threats facing us on all sides, we cannot afford to have Gerard shirk his martial training in favor of his letters. Perhaps, but I feel the Empire also requires capable strategists if it is to truly thrive. I can think of none more suited to that task than he. My lord, a woman by the name of Oriev requests an audience with you. Nichts, wir haben jetzt keine Zeit. She is persistent. I will give her that. Michelle ist auch, wir haben keine Zeit. Show her in. Ja, bleibt wohl keine andere Wahl. Na gut, die kann eintreten. Ja, kein Problem, komm ruhig rein. It is an honor to finally meet you, Emperor of Avalon. I must say, this is quite a surprise. I had expected a Seeress to be a touch more wizened. Victor, Gerard, leave us for now. Today is that woman's lucky day. It is obvious that Father was looking for an excuse that he could use to cut our conversation short. Remember that reading up on combat theory is no substitute for actual experience. I will, brother. So. Jawohl, ihr findet alle freigeschalteten Tutorials unter, ja, erkunde die Korridore. Ach du Jemini. Und umsehen schwierig, ne? Ja, ne, weil du musst mit mittlerer Maustaste dich umsehen, also du kannst nicht die Maus führen, ne? Sondern du musst auf der mittleren Maustaste drücken, dass er in die Richtung guckt. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Und das ist ein Speicherpunkt. Wir speichern speichern natürlich, ist doch ganz klar. So. Ja, den kann man übernehmen, den Speicherstand. In der Vollversion stand ja bei. Ja. Was haben wir hier? Okay, nix. Ah, ich kann auch rennen. Okay. Sehr gut. Das erleichtert die Sache etwas. Ich gehe ins Gefängnis. Okay. Kommst du nicht rein, oder? Ja, schon, aber... Die Frage ist... Ah. Lord Gerard, perhaps you should take up archery. A volley from afar can end a battle before it starts. Das stimmt. Archery? I would snap the bowstring simply by knocking the arrow. Oh, nothing a touch of practice can't fix. With my expert instruction, you'll master it in no time. I think you put too much faith in my abilities. Pay him no mind, Lord Gerard. Focusing on a weapon for which you feel more affinity will surely lead to greater results. Use weapons you're comfortable with to get that glimmer of inspiration needed to learn new techniques. Very true. Perhaps I should simply forgo bows altogether. Nonsense. Emperor Leon's noble blood courses through your veins as well. Hmm. Na dann gib her so einen Bogen, los. Ran mit dem Bogen. Gut. Ich fordere euch alle heraus. Kommt ran auf den Meter. Gut, da gibt es einen Speicherpunkt. Das bringt uns nichts. Aha! Kannst du nichts machen? Du musst dir jetzt die anderen Dings, glaube ich. Ach so. Auf der Karte siehst du. Na gut, dann gehen wir halt Stück, dann gehen wir halt Stück für Stück durch. Ja.
Yes, little bear. I see you have returned, Lord Gerard. Has hunting fiends with his majesty honed your skill with the blade? Not exactly. I fear I am not meant to wield a blade. Try to think of it this way, young master. You need but find which role best suits you out on the battlefield. I'm afraid the knowledge I have gleaned from books does not apply on the battlefield. I personally am neither nimble nor fleet of foot, as anyone can likely tell from a glance. Instead, I focus on becoming a veritable iron wall. By standing my ground and never retreating, I can protect everyone else from danger. Therefore, please do not lose heart. There is a role out there that suits you, for certain. You will indeed have to put in the work first, but eventually it will come to you. Kein passieren, ja. I look forward to seeing you grow into the man I know you can be. It is kind of you to say so. Kein Problem. Wir finden unsere Bestimmung und wir werden Magier. Ja, Leute, was denn, Michel? Da gibt's gar nichts zu lachen. Ha? Magier ist die Klasse, die für mich vorbestimmt ist. So, Punkt. Ein bisschen zaubern von Weiden und schön. Ah, Lord Gerard, how have your studies been progressing of late? Not very well, I'm afraid. I have been accompanying my father on his expeditions, which leaves little time for learning. Yes. You have gone on a good many forays of late. Perhaps you would be more suited to spell. Genau so sehe ich es nämlich auch, meine gute Dame Smaragd. But I assure you, the juice is worth the squeeze. Ja, ich denke Zauberer, das wird's werden. I still don't know any spells. That simply won't do. Magic can often strike true in situations in which simple physical armaments prove less effective. Allow me to start you on the path with the most elementary of pyrology arts. Fireball. Das ist, ich hab's gesagt, ja. Michel. Ich hab's gesagt. Ja. Ihr habt einen Zauber von Smaragderland. Jawohl. Ja, ich hab grad gedacht. Feuerball. Naja, so sieht's nämlich mal aus. Ich werde nämlich der krasseste Magier auf der ganzen Welt. Hallo! So. Habt ihr irgendwelche Items für mich? Oh ja! Hanfstoff! Na also! Habt ihr einen Glück, dass mittlerweile Hanf legalisiert worden ist, ne? Sonst würden sie mich noch einsperren mit dem Zeug hier. Hanf in der Tasche mittragen und so, weißt du? Michel, das ist gefährlich. Ist da eine Truhe hinter der Theke? Naja. Okay. Wir müssen alles erkunden, Michel. Ja, das macht ja mal am meisten Spaß. Ja, ist halt Rollenspiel, so soll's sein. Lord Gerard, I fear for your safety. You may be skilled in letters, but you can hardly be considered ready for the battle to come. I appreciate your concern. However, I must do what I can to carry on my family's legacy. In that case, you should try honing your skills with different weapons, for they are the key to combat. No. An untrained hand cannot hope to bring the full might of their armaments to bear. A practiced one, however, will undoubtedly make you a force to be reckoned with. Thank you. I shall do my best. Tja, was wollen wir uns denn spezialisieren? Ask me anything. I shall assist you in whatever manner you require. Ja, mal gucken, was zu Hause vor ist. So, hier haben wir eine Truhe, die will ich aufmachen. Siehst du das? Ja. Aber die leuchtet nicht. Naja, aber. Die leuchtet. Ja, du hast es gewusst, erzähl doch nichts. Oh, schön. Okay, Michel, dann auf zum letzten Pünktchen. My heart nearly stopped when I learned you had gone with your father to the caverns. Did you suffer any wounds?
Nary a scratch. We cannot count on that always happening, though. Do not shirk your swordsmanship lessons, or you may not be so lucky next time. If ever oh, vielleicht kriegst du Schwertfähigkeit. Battle, you must have a means of protecting yourself. If it comes to that point, I'm afraid we may have already lost, or I can never hope to match your prowess. An army is only as strong as its weakest link, and should I be forced to keep constant watch over you, we will surely be bested at some point. Understood. I shall do my best to not hamstring the troops. I believe that everyone has their rightful place, and yours would be in the library, not on the battlefield. Oh, I see. With all due respect, Lord Gerard, you need to hear this. While we mercenaries will fight tooth and nail for whomever we are contracted with, we will not sign a contract with simply anyone. We only work with people whose orders are backed by strength. Should our patron prove to be nothing more than a paper tiger, we will not hesitate to serve someone else. Okay, ja, das ist cool. Keep that in mind. Naja, aber hat's wenigstens gesorgt, ne? Aber ich finde die Designs wieder recht cool gemacht. Nicht so deins? Ja, hab ich gesagt. Ach so, ja. Dann gehen wir jetzt mal in da rein, wo ich vorhin rein wollte und aber noch nicht rein wollte. Ne, hier nicht. Dreh dich. Ja, danke. Lauf, 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 lauf. Hier rein, genau. Wir müssen uns ja hier auch mal umgucken, ne? Nein, hier gibt's nichts. Richtig. Aber da kommt man vielleicht später mal rein. Na gut, okay, hätte ja sein können. Na, lauf. So, na gut. Dann auf in die Stadt. Ja. Ah, sieht doch schick aus. Gelobt sei der Kaiser. Jawohl. Und seine Söhne. Ah ja. Oh, jetzt hast du viel zu quatschen. Ja, danke. Ja, ich weiß, ich bin großartig. Ich weiß es doch. Ja, du kannst da wieder aufhören. Ist okay. Naja, komm. Ihr seht traurig aus, Prinz Gerard. Seid frohen Mutes. Möchtest du Gerard übernehmen? Es geht mir gut, aber ich muss sagen, dass mich eure Ermutigung noch weiter beflügelt hat. Prinz Gerard, vielen Dank, dass ihr euch um meine Katze sorgt. Ihr geht es jetzt prima im Übrigen, ja? Da hat sich wohl jemand Sorgen gemacht, was? So. Servus, Fette. Gasthaus zum Mond. Okay, hier können wir übernachten. Oh! Die haben sogar ein Bild von uns an der Wand, hast du es gesehen? Ja. Die sind eindeutig Fans. So, jetzt klauen wir erstmal wieder alles, was sich irgendwo rumsteht, weil wir sind ja der Prinz, wir dürfen das. Nach Kisten gucken. Na klar. Muss ich doch, es hilft doch nichts. Okay. Aber hier wird immer alles eingezeichnet leuchten.
Also nichts in versteckten Körben oder... Zumindest das nicht, ja. Das ist ja bei anderen Spielen noch anders. Ja. Wir haben einen Speicherpunkt, den können wir auf jeden Fall mal nutzen. Ein bisschen was haben wir ja schon wieder gesehen. Okay, was haben wir hier? Blumenladen. Ah, Prinz Gerard, bitte vergebt meinen Kindern für ihre Aufdringlichkeiten. Keine Sorge, ich genieße ihre Gesellschaft ebenso sehr, wie sie die meine. Kupfererz. Na, schade, kein Anschlagbrett. Ja, hatte ich auch was gedacht. So, hier haben wir einen Papp. Gehen wir erstmal einen heben, oder? Ja, was sehe. Brot raus, Wein raus. Ja, ich möchte was trinken. Du gibst mir nichts, oder was? Seine Fremde. Ich bin dein König. Du hast mir eigentlich auf der Stelle die Flasche hinzustellen, ohne dass ich frag. Stimmt denn mit dem nicht? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was bestimmt denn mit dir nicht? Was sind denn das für Worte? Sowas kenne ich gar nicht. Okay, wir haben einen Friedhof. Also für dich, ich mach's natürlich andersrum. Ach so, ja, okay, das ist in Ordnung. Ja, schade, kein Brunnenversteck. Ja, klassisch, oder? Ja. Oder dass man da in der Kanalisation mit kann. Oder im Grab was versteckt. Grab verschieben. Ja. Typischen Sachen. Naja, gut, oh, okay. Früher bei den Rollenspielen immer wirklich jede Wand, alles Mögliche, jeden Schrank, alles durchsucht immer. Das gehört dazu, ne? So, dann gucken wir mal hier lang. Aha. Ein Balsam. Balsam für die Seele. Jawohl. Und hier sind wir beim... Aha. Guck mal, was da hinten hat. Da kommst du rüber. Why, hello, Your Grace. Grüß dich. Wir haben 536.000. Alter. Jetzt kannst du aber kaufen, ne? Okay. Bei den Preisen ist das nicht viel. Bernstein, was ist das? Ein... Barriere. Ah, okay. Obwohl. Ich hab irgendwie das wieder her. Ja gut, ist gar nicht so schlecht an sich, ne? Ja, nimm mal mit. Also Balsam haben wir. Davon hast du ja 14 auf Lager. 14 auf Lager. Hochwertiges Ball, also das sind 100 TP, das sind 300 TP. Ja. Krafttrank. Ach, nimm mit was die KP auch. Krafttrank. Balsam, 100 KP. Das über stellt 100 KP wieder her. Okay. Na gut, wir kaufen einen Barrierestein. Ja gut, das vollständig, ne? So, ja. Kannst alles kaufen, theoretisch. Ja, du musst auch immer bedenken. Vielleicht gibt's noch eine Leute mit Rüstung. Ja. Ja, Balsam brauchst du eigentlich nicht. Davon hast du ja. Nehmen wir alles und gut. Gut. Jo, tschüssi. Da hinten ist eine Tür, also müssen wir da irgendwie noch rankommen. Die Tür ist da in der Richtung. Hier rüber? Naja, aber eigentlich ist die Tür da. Ja. Naja, gucken wir mal. Kleines Rätsel.
100.000. 100.000 Kronen, alter Schwede. Einfach mal in der Kiste. Na gut. Also ich sag mir wieder raus. Je nachdem, wie viel Währung, die Wertigkeit der Währung geht es, ne? Ja, also die Inflation muss da schon ziemlich hoch sein, wenn was 1.000 oder 100.000 kostet. Viel Glück, Prinz Gerard. Vielen Dank, ich tue mein Bestes, den Namen meines Vaters gerecht zu werden. Nix da, ich muss jetzt ja noch in den... Aha! Nein, lass mich doch jetzt mal zurück hier. Nein, jetzt hör auf! Grüß dich! Aha! Ich hab's doch gewusst! Ja, du hast ja wieder Kohle. Hast du wieder Kohle. Okay. Also, ich kann meinem Kollegen theoretisch alles anziehen. Ja. Eine Gesichtsmaske, eine Knöpfe, also das ist erstmal Rüstung. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eisenrüstung für zwei Leute bräuchte ich ja, ne? Ja, ist nur eine auf Lager, ne? Ah, gut, dann hauen wir die auf jeden Fall trotzdem. Gesichtsmaske haben wir auch noch auf Lager, das heißt, die kaufen wir auch und wir kaufen auch die Knöchelschienen. So. Ein Großschild 45%. Eine auf Lager können wir auch kaufen. Und A, den Lederschutz. So, dann haben wir noch das eiserne Schwert, Streitkolben. Dann würde ich sagen, kaufen wir auch alle drei. So, ja, alles leer kaufen. Und dann fröhliches Ausrüsten. Und den Rest kannst du verkaufen. Was kann ich verkaufen? Ja, wenn die neue Sachen jetzt ausgerüstet hast. Ach so. Kannst du die alten verkaufen. Ja gut, ich weiß ja noch gar nicht, ob das jetzt dabei bleibt. Ach so, ja, warte. Das heißt, Waffe 2. Ach, dem kann man auch Kampfkunst geben. Wie cool ist denn das? Das ist aber echt eigentlich cool. Okay. Nehmen wir noch das eiserne Großschwert. Da kriegt noch ein Großschwert. Ein Großschild hat er. Dann geben wir dem noch die Gesichtsmaske. Die Knöchelschienen. Und da kriegt noch die Eisenrüstung. So. Okay. Eisernes Schwert. Da kriegt der noch den Streitkolben. Achso, der Panzerharnisch. Okay, der nimmt alles. Der König hat kein Schild. Der kriegt das Großschild, ne? Okay, das bringt mir nichts. Dann kann ich dem Kollegen, der hat auch kein Schild, der kriegt einen Lederschutz. Ja, so war es nicht mehr, ne? Hochwertigen Balsam kriegt er noch. Okay. Beim Kopf war noch mal was, oder? Nee. Nee. Leider nicht. Ein Balsam kriegt die auch noch ein hochwertiges Balsam mit. Mit man heilen können. Why hello, your grace. Let me take a look.
Naja, wohl würde ich aber auch nicht verkaufen, weil wir ja vielleicht, weil das auch nicht, weil wir ja theoretisch vielleicht auch mal dann wechseln, dass wir von Streitkolben auf Schwert wechseln oder so. Ja. Aha! Gucke einer da. Balsam. Balsam für Michelles Seele. Na, guck doch mal. Sieht doch ganz hübsch aus, oder? Ja, geht so höher. Ich habe Angst, Michelle. Noch mehr Hanf. Die wollen doch nur, dass ich in den Knast gehe, ich. Oh, da geht's auch hoch. Ja, ich wollte bloß mal hier nochmal gucken, ob hier noch was ist. Das ist nur anscheinend ein Ausguck. Sieh mal einer an, bis zum Schluss. Naja, aber. Nichts zu holen. Na, ja, vielleicht musst du später dann nochmal. Das ist bestimmte Diebesgilde hier. So, wie kommst du aber jetzt zu der anderen Truhe beim Händler? Das ist eine gute Frage. Ich hätte halt auch gedacht, das ist hier der Weg. Ja. Wir sind auf alle Fälle schon mal top ausgerüstet. Da geht's raus. Rechts rum, genau. Und jetzt kommen wir nach rechts. Da! Da muss irgendwo reingehen. Na gut, es kann aber auch später sein, ne? Manchmal braucht man auch erst einen gewissen Fortschritt, um an Truhen ranzukommen. Das kann auch gut sein. Dann speichern und zurück. So, na dann, auf zum Schloss, Michel. Kommst nicht mehr rein. Kehr zum Schloss zurück. Leuchtet. Ja, aber. Ja, da geht's raus, wo du gerade bist. Das ist die Außenmauer. Aber bin ich nicht hier runtergelaufen? Ja. Oder war es hier drin? Hier war ich noch gar nicht. Aha. Hier war ich noch gar nicht. Bisschen klammer. Ja, sagst du Schmucksammler hier. Oh ja, ach ja. Da hat aber jemand Kohle. Erstmal aus dem Haufen neben einem Million Kronen. Ja.
Auf geht's! Ah ne, da war der Friedhof. Da bin ich runtergekommen, hier. Na! Ah, jetzt. Ja, aber du hast alles eingekauft, Gerard. Mach dir keine Gedanken. Wir sind gewappnet, egal was passiert. Wir sprechen mit Leon. Ich bin da. Kann losgehen. If I may, Father, what exactly did that woman wish to discuss? How someone named Kazinci in Salmon is not to be trusted. Though Kazinci may be one of the seven heroes, I do not see him being an immediate threat. Still, it would behoove us to remain vigilant. Between that woman's warning and the legend of the seven heroes, I know not which to believe. The truth, however, will reveal itself eventually. All that we can do now is work to ensure peace for the Empire. Then where shall we head next, Father? To the east. There are watchmen causing trouble in the area. If we do not deal with this threat soon, it is only a matter of time before Avalon is attacked. Victor, I leave the castle in your hands. As you wish, Father. Fare thee well, Gerard. The nation would mourn greatly if you were to fall in battle. Your fears are unfounded, brother. I shall see you again soon. Unser Bruder ist irgendwie so ein klassischer Typ, dem man eigentlich nicht vertraut, oder? Wenn man den so anguckt. Ja, also ich glaube, der ist auch nicht wirklich verwandt mit dem. Der sieht ein bisschen, erstens das, ja. Aber es hat auch irgendwie so das Gefühl, man hat auch irgendwie das Gefühl, dass der Kollege, naja, ich sag mal so, also, ne? Der will den Thron bestimmt haben. Naja, genau. So. Hinreisen. Jawohl. Schnellreise. Komm ja gar nicht anders. Muss ja. Wir sind frisch gestärkt. Ausgestattet. Ausgerüstet. Wir müssen uns vor nichts fürchten. Oh ja. Der Schleim sieht ja cool aus. Zeithasennest. Das Design der Gegner. Wenn der Kaiser sich in der Welt unbemerkt einem Gegner nähert, erscheint über dessen Kopf ein Symbol. Solange dieses Symbol zu sehen ist, kann der Kaiser gegen Angriff einen bringen. Achso, mit F. Mit F. Okay. Da soll es garantiert runterklettern. Wenn ihr einen Gegner auf dem Feld angreift, beginnt der Kampf mit einem Präventivschlag. Erleiden alle Gegner Schaden? Okay, und die Rage-Anzeige wird auch ein Stück gefüllt. Also lohnt sich auf jeden Fall. So, wir können ja Feuerball jetzt einsetzen und wir haben auch noch ein Großschwert jetzt bei. Haha! Dann Feuerball. Oh, nicht schlecht. Watch and learn, Gerard. Let us press on. Ja, die Ausrüstung macht sie schon bezahlt. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob die Formation. Ah ja. Ah ja. Die ist aber ausgerüstet, Kaiserkreuz. Ja. Okay. Ja, nee, passt. Alles gut. Wie bitte? Die Bogenschützen würde ich aber nach hinten packen. Aber die hält halt, glaube ich. Naja. Ja, die gut aus.
Na gut, wir könnten... Die mit dem... Mit ihm tauschen, auch. Aber das kann ich nicht. Achso. Ach, dann gibt es eine feste Formation, kann man nicht anzünden. Ja. Ja. Das kann ich in dem Fall nicht. Ja, gut. Passt ja irgendwie. Das Spiel hat sich das ja so ausgedacht. Kriegst du eine, mein Hasenfreund. Okay, also Feuerball ist auf jeden Fall effektiv. Aber wir sollten uns halt auch darauf verständigen, nicht immer die Magiepunkte alle gleich wegzuballern. Ja, Sachen hast du ja, um auch wieder herzustellen. Stimmt. Knüppelangriff, los! Oh Gott. Großschwert. Das haben wir probiert, das haben wir noch nicht, das haben wir noch nicht. Okay. Müsst echt aufpassen mit dem Präventivschlag, ey. Ja. So, kriegst du mal einen Bogenangriff. Feuerball. Doppelschnitt. Betäubender Hieb. Durch den Einsatz anderer Waffenfertigkeiten können gelegentlich neue Techniken aufklimmen, erlernt werden. Eine neu aufgeklimmte Technik wird im Laufe der Runde sofort einmal verwendet und kann in den Folgerunden wieder aufgerufen werden. Im Kampf gegen Steigegner ist das Aufklimmen neuer Techniken wahrscheinlicher. Okay. Ja. Finde ich aber cool eigentlich. Ja. Cooles System. Eine Mandrugara, Gura, die ist bestimmt feueranfällig. It's my turn. Ui, abgesessen. So long. They were clearly outmatched. Sehr gut. Kleines Horn bekommen. Okay. Da hat bestimmt jemand einen auf den Kopf gekriegt, wenn er ein kleines Horn hat. Naja, ich weiß, meine Witze waren schon besser, aber es hilft doch nicht. Das ist bestimmt eine Falle. Silber. Okay. We have the advantage here. Feuer. Let's go. Und Speer. Ups. Betäubender Hieb. Was ist so ein Schleim? Wie bitte? Schleim sollte das, glaube ich, sein, ne? Das war ein Schleim, ja. Hm. Finde ich aber ganz cool Design mit diesen Kristallen im Bauch, weißt du?
Sieht halt cool aus, so ein bisschen. Erstmal im Kopf stehen. Jetzt nicht runterfallen. Ui. Let's put an end. Den Gamers. Oh, Gift. Not today. Sehr gut. Knüppel! Kein Problem. Also, das gibt jetzt. Na, siehst du, Stufenanstieg von seinem Knüppel, weil ich ihn benutzt habe. Ja. Das ist aber eigentlich, das ist eigentlich cool gemacht, dass eine Waffe im Grunde genommen erstmal schlechter sein kann, könnte aber theoretisch besser sein, wenn du sie halt häufiger benutzt. Das ist ein geiles System. Oh, harter Hieb. Final Fantasy Tactics, da hast du ja auch, je nachdem, was für eine Waffe du genommen hast, hast dann ja auch dort die Fertigkeiten damit gelernt. Das stimmt. Typen. Aber das ist eine geile Sache, finde ich. Also ganz ehrlich, das ist cool. Ja. Das ist wirklich gut gemacht. Betäubender Hieb, los! Stufe auf Stück fürs... Viele verschiedene Klassen lernen, sozusagen. Das ist aber richtig gut gemacht. Das ist eine feine... Also das ist ein gutes System, sagen wir es mal so. So, wir haben ja jetzt gelernt, der harte Hieb. Doppelschnitt. Und er kann mit dem Schwert was erlernen. Aber mit dem Knüppel kann er zum Beispiel zur Zeit nichts erlernen. Ja. Aber mit dem Schwert. Und er kann mit beiden nichts erlernen. Aber vielleicht braucht der Dorf ja auch erst ein gewisses Waffenlevel halt. Das kann auch sein. Hasenohren. Als Ausrüstungsgegenstand. Können wir mal gucken, oder? Ja. Ausrüstung. Wer hatte denn nichts auf dem Kopf? Ja. Oder die Dame auch? Naja, guck an, physische Verteidigung und magische Verteidigung hoch. Und Effekte. Sehr gut. Nehmen wir. Ich glaube, da konntest du irgendwie noch was machen. Menü, da hat doch irgendwas. Ah ne, das war Chroniken, glaube ich. Chroniken, Inventar, hast du neue Steine. Genau. Oder neue Items halt. Oder. Ne? Ja. Florett kannst du den, glaube ich, geben mal. Ne, der hat ja einen. Der hat ja ein Florett. Achso, ja. Achso. Also der hat. Kann er sonst tragen? Der kann. Ja, das erkennt er noch Kampfkunst machen. Oder ja. Ein normales Schwert. Aber er hat ja nur zwei Möglichkeiten. Deshalb habe ich das Florett und halt sein Großschwert, was wir ihm gegeben haben. Ja, ich dachte, vielleicht lernt er mit was anderem denn was. Ach so, ja, das kann ja doch nicht sein, ja. Vielleicht ist das
Wir können ihm ja mal ein eisernes Schwert geben. Schauen wir mal. Aber Kampfkunst könnte ich mir bei ihm auch eher vorstellen, vielleicht. Kann sein, ja. Probieren wir mal. Hast du recht. Ja. So, auf geht's. Weiter geht's durch den Dungeon. Naja, kann er auch nicht. Ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass da überhaupt erstmal eine Waffe längerfristig spielen muss. Also, ein gewisses Waffenlevel halt. Das Waffenlevel oder hat wirklich nur bestimmte Sachen. Ja, mit dem wie gesagt, wir können ja einmal dann die Kampfkunst einstellen. Ja, das Waffenlevel ist nämlich schon wieder gestiegen. Da ist nämlich bei Waffenlevel 0. Das kann schon sein, dass es. Ich denke, das wird damit zusammenhängen. Aber wir können ihm ja mal. Der mit dem Florett müsste Ayashi ein besseres Waffenlevel haben, oder? Wo steht denn das? Techniken? Ah, guck mal, da kannst du was Neues lernen. Da, er lernt die so. Ah. Nee, also er kann die lernen. Er kann die. Ach so, mit dem Schwert kann er die lernen, okay. Ach, da siehst du, was er lernen kann, mit welcher Waffe wahrscheinlich. Ja. Er muss jetzt wahrscheinlich öfters einsetzen, das Schwert. Ja. Das heißt. Wir bleiben mal so. Dann nehmen wir halt das eiserne Schwert und das Großschwert. Hier links runter. Ja, ne, schon, aber. Ah! So, du willst darüber einmal. Eine Schnecke! No turning back now. Now. Schöner Crit. Ich möchte halt mit dem Bogen was lernen. Los, haben wir das schön. 80 Alter. Also in der Welt will ich gerne leben, Michel. Da gibt's ständig Kohle überall. Ja. Aber wie gesagt, die Sachen sind ja auch teuer, ne? Ja. Stimmt. Leave everything to me. My resolve is unmatched. Not today. I'm ready. Okay. Long live the Empire. Ist natürlich danach wahrscheinlich ein bisschen Zufall, ne? Wann die neue Attacken lernen. Ja, das kann gut sein. Da liegt wieder das Quality. Das glänzt.
anything! Kill! Okay. Our empire shall never falter. Naja. Es dauert aber schon. Guck mal, wie lange die Stufe 0 bis 1 dauert bei ihm, bei Jarrah. Ja. Das ist schon... Musst du dir schon überlegen, ob man dann die Waffe haben will, ne? Und ob der dann das lernen soll, den Weg. Oh, jump ran. Da geht's auch wieder zurück, oder? Gut. Alter, also das mit der Kamera, das wird hart. Ah, der Ranker zum Glück. Nur wegen einem Gegenstand. Follow my lead. Time to attack. Vollen Angriff. Aha. Sehr gut. It's my turn. So long. Our empire shall never falter. Magische Klaue. Nun, Bestien. Da war sogar noch was versteckt. Wir nehmen ja alles mit. Los, Bogenschützin, du musst was Neues erlernen. Kann natürlich auch sein, dass er mit Zauber zum Beispiel, ne? Hier siehst du zum Beispiel mit dem Schwertangriff jetzt gar nichts Neues erlernen in der nächsten Zeit. Ja. Also braucht er wahrscheinlich erst entweder höheres Level oder es gibt dann einfach nicht mehr zum Erlernen. Also kann er jetzt auch zum Beispiel mit dem Knüppel mal angreifen. Um vielleicht da was zu erlernen. Alter! Das hat wehgetan. Du musst dann gleich heilen. Vergiftet, ne? Müssen wir mal gucken, ob das nach dem Kampf noch der Fall ist. Oh, Überraschungsangriff. Gesichtsmaske. Das war eine gemeine Falle gerade. Ja. Die hätten jetzt fast einen Überraschungsangriff gehabt. Da kenne ich nix. Die brenne ich trotzdem weg, die Jungs. So, eine Gesichtsmaske. Ah, ein richtiger Helm ist das sogar dann. Cool. Ah, aber Tempo geht da runter zum Beispiel. Ja, stimmt. Aber naja, okay. Ist mehr was für ein Tank dann. Ja. So. Ich würde eigentlich gern das Dungeon noch schaffen. Ja, bist ja jetzt gleich quer durch da. Ist ja gar nicht gleich. Dass man da Aufnahme den noch mitnehmen, ja? I can do this.
So long. I'm ready for anything. Okay. We fought well today. Stufenaufstieg. Da kannst du speichern, Rex. Ah! Ja. Geh weg! Dreh dich schnell um. Ich glaube, da wegen Grün kannst du dich sogar heilen, ne? Nee, das ist Grüne. Ah, genau. Und jetzt kannst du links zum Boss. Ich hab ein bisschen Schiss. Schaffst du, bist ja geheilt. Ja, ja. Da hat sogar ein lila T-Shirt. Oh ja, das ist aus Alice im Wunderland. Der Hase mit dem Ohr. Okay. Jetzt die stärksten Attacken am besten noch. Aha! Bei der Verteidigung oder beim Einsatz der Auswahltechnik geht die Einheit in Verteidigungshaltung. Parieren! Sehr geil! Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Na gut, Essbrecher! Siehst du, es wurde Zeit, dass die mal was erlernt. Ja. Zack, der Haus ist auch weg. Lichtkugeln. Nein! Hat eine Chance, Ziel zu verwirren. Okay. Okay. Oder hast du, glaube ich, was? Okay. Den wollte ich gar nicht. Aber betäuben soll man ja. Naja, gut. What should I do in this situation? I'll help you. Nein! Thank you. In my best place. Stay strong. Needed that. Oh, das war. Jetzt muss sie sich selber. Und Angriff. Siehst du? Jetzt hat zum Beispiel sein Großschwert hat jetzt wieder. Ja. Was vorher nicht der Fall war. Also das kann sich immer ändern. Das ist aber echt ein cooles System, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Haha. Hasenohren, Hasenpfote. Zauber aufklimmen. Einheiten können manchmal durch Aufklimmen neue Zauber halten, indem sie aktiv Magie wirken. Siehst du? Also ist dort genau das Gleiche. Mondlicht. Das ist so ein cooles Modell, mit dem nutze einfach die Magie und mit der Magie kannst du Neues lernen. Das ist richtig cool. Ich werde meine Männer take care of stragglers and whatever remains of the nest. That should keep our lands free of fiends for the time being. At any rate, I suggest we return to the castle. Victor is probably biting his nails as we speak. He is prone to worry. Well then, let us make haste, so he may put his mind at ease. Ja, auf jeden Fall gleich speichern. Achso, wirklich, ja. Ja, ist egal. Drohen soll keine Ahnung, viel passieren. Ich hab's gehabt. No. Is that? Oh, das waren die Monster. Victor! Brother! My son, are you okay? What happened here? Father. My flowing slash found its mark. And yet. Victor! This can't be happening! Oh, my beloved child. Please! You must open your eyes! Stay with us, Victor! Don't go! Was war die, die Audienz hatte? Möglich. Was damit zu tun hat. Report, Soldier. Who dare lay a finger on my heir? Ah! As Avalon stands, so shall I! Let's see how you like the taste of steel. Hey, also, was da? Okay then, how about this? Like the wind. You certainly have courage. Ah, der Name. Es ist der Name, vor dem wir gewarnt wurden. Ja. Der Seelendieb. Einer der sieben Helden. Aber von Helden kann man nicht mehr viel sagen, ne? Ja, anscheinend sind das jetzt die sieben Todsünden. Absolutely certain he claimed to be Kazinzi from Saman. Yeah. Yes. Then you are to search this city for a seeress named Oriev. Once you find her, tell her I request her presence. Yes, my lord. Kazinzi, you have paid for your crimes. As for Kazinzi? That cannot be. Then how did he? An ancient technique. Inherit your abilities. Inherit? Then Gerard? No, no, no. No, I don't believe it. You can't die. You just can't. It's not fair. It's not fair. Hmm.
It's your father, Gerard. What would Victor think if he saw you sobbing in your room like this? We can grieve once your brother has been avenged. Are you with me? Yes. I'm ready, father. Jump! Also, ich muss sagen, für die PC-Version, jetzt hätten sie wirklich diese Kreise da, diese... Ja. Die hätten sie ruhig wegmachen können. Das irgendwie ist, sind die ein bisschen rund. Diese nervig. Ja, diese nervig. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist es halt so ein klassisches RPG. Lässt sich gut spielen, ein cooles Kampfsystem, Musik ist gut, Charaktere sind okay. Also es gibt eigentlich... Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich bemängeln könnte. Außer vielleicht, wie gesagt, die Kreise jetzt, ja. Ja, und die drehen halt diese... Ne, das mit der Kamera, das ist halt bescheuert. Aber gut, da könnte man sich dran gewöhnen, da es jetzt keine Open World oder so ist, ne? Und es ist alles relativ überschaubar, da geht es mal noch. Ja. Aber so an sich, vom Spiel, vom ganzen Einstieg, klassische Geschichte, ne... Könige, die Kinder davon, eine Heldentruppe, die vielleicht dann dämonisch wurde. Und, also es ist so ein bisschen ein klassischer Einstieg. Ist auf jeden Fall interessant. Macht Spaß und wird sich auch mehr freuen. Ja, also ich bin auch ganz ehrlich, also das Kampfsystem finde ich mega geil. Also das finde ich fantastisch mit diesem... Das habe ich ja damals bei Final Fantasy 9 schon geliebt. Dass, wenn du einen Rüstungspanzer hattest und der Rüstungspanzer hat eine Fähigkeit, dann musst du den Rüstungspanzer tragen und nur wenn du ihn trägst, bekommst du irgendwann die Fähigkeit. Ich finde solche Systeme gut, weil es dich dazu zwingt, deine Ausrüstung zu ändern und einmal Waffen zu nehmen, die du vielleicht nicht nehmen würdest. Aber es kann halt sein, dass du dadurch eine gute Fähigkeit bekommst. Ja. Das macht einfach Spaß zu experimentieren. Das ist einfach ein cooles System. Und das ist hier genauso. Also das macht richtig Laune. Also, ja. Mal abgesehen von diesen komischen Kreisen, die halt, wie gesagt, ne, PC-Version von Mobile oder ob das, ich weiß nicht, ob es Mobile-Version ist oder hier, wie gesagt, Tablet-Version oder sowas. Das hätte man, wie gesagt, rausmachen können, müssen, wie auch immer. Aber ansonsten rein optisch, soundtechnisch, vom Kampfsystem, von allem, gibt es eigentlich für mich nichts zu beschweren. Deswegen, ja, sage ich einfach mal, für das, was es sein soll, es ist kein Final Fantasy, aber das muss es ja auch nicht. Deswegen eine 8,5 von 10 würde ich vielleicht hier schon geben. Ja, ich hatte so jetzt 9 von 10 im Kopf. Ja. Sind ja nur zwei Punkte halt, die ein bisschen störend sind, aber und die Kamera sonst halt. Alles richtig. Ja, ich mache und das bin ich bei so. Aber sonst macht's eigentlich alles richtig. Tja, wer mal wieder Bock auf ein RPG hat im klassischen Stil, aber mit einer, sagen wir mal, moderneren Grafik, der ja, ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Da kann gerne mal reinschauen oder sich natürlich die Vollversion gönnen. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Es war richtig witzig, mal wieder in dieses JRPG so ein bisschen einzutauchen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns doch gerne wissen in Form eines Likes, Abonnement auf den Kanal oder einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Test angezockt. Bis dahin, passt auf, mit wem ihr euch anlegt. Ja, bis bald.